Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen Video von mir. Diesmal soll es um das gemeinsame Lesen gehen. Ich beantworte alle Fragen, die so in den letzten Wochen und Monaten bei mir eingetrudelt sind, was Buddy Reads angeht. Und ja, werde dir auch sagen, was es immer mit diesen Klebchen hier in meinen Büchern auf sich hat, wie ich solche Buddy Reads gestalte, wie oft ich das mache, wo ich die Leute überhaupt finde, was mir das Ganze bringt. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Video und hoffe, dass es dich ein bisschen dazu inspiriert, bald mal ein Buddy Read zu starten. Vielleicht kann ich erstmal generell was zum Thema gemeinsam lesen sagen, denn so lang mache ich das eigentlich noch gar nicht. Ich habe damit mal angefangen mit Iskari und das ist jetzt einige Jahre her, 3 oder 4, glaube ich. Das habe ich mit, soweit ich mich erinnere, 3 anderen Mädels zusammen gelesen. Wir haben uns dann ausgetauscht, wir haben Abschnitte eingeteilt und uns dann in einem bestimmten Zeitraum darüber ausgetauscht. Wenn alle mit einem Abschnitt fertig waren, sagen wir jetzt mal so nach 100 Seiten, haben wir darüber in einer WhatsApp-Gruppe gesprochen. Jeder konnte seine Meinung, seine Fragen, seine Ideen, wie es weitergehen könnte, reinschmeißen und man hat sich einfach ein bisschen ausgetauscht. So, damit hat es bei mir begonnen, dieses gemeinsame Lesen. Und jetzt inzwischen mache ich aber fast ausschließlich nur noch Buddy Reads mit einer Person. Also nicht mit größeren Gruppen, sondern wirklich mit einer Person, wo ich ungefähr weiß, wie das Lesetempo ist, wie die Person Bücher so liest, wie dann eben auch so das Feedback zu den Büchern ist. Denn man muss jetzt dazu sagen, ohne mich schlecht machen zu wollen, aber bei so Buddy Reads habe ich relativ hohe Ansprüche, sowohl was das Tempo angeht, als auch eben diesen Austausch. Wenn ich Ewigkeiten auf jemanden warten muss, weil derjenige irgendwie in einer Woche, sagen wir mal jetzt in Anführungszeichen, ohne es jetzt schlecht machen zu wollen, nur 30 Seiten liest, dann ist es für mich kein Buddy Read Partner, mit dem ich jetzt großartig was anfangen kann. Denn ich bin jemand, der wirklich relativ schnell die Bücher liest. Und wenn ich in die Geschichte erstmal eintauche, dann muss ich auch in dieser Geschichte bleiben. Von daher wäre das für mich tatsächlich auch der erste Tipp, den ich dir zum gemeinsamen Lesen gerne mitgeben möchte. Versuch jemanden zu finden, mit dem du schon im Vorfeld ungefähr feststecken kannst, in welchem Zeitraum dieses Buch gelesen werden möchte, ja? Das Ding ist, man kann so private Einflüsse, die dazukommen, sei es was beim Job, sei es was im Privatleben, das kannst du ja nie so ganz verhindern. Und natürlich geht es nicht darum, dass jeden Tag ein fester Abschnitt gelesen werden muss, koste es, was es wolle. Das geht natürlich nicht und natürlich geht das Privatleben immer vor. Aber wenn du ungefähr weißt, dass jemand auch so am Tag, sagen wir mal 30 Seiten, 50 Seiten, 100 Seiten oder was auch immer liest, was zu dir passt, dann macht euch beiden das, oder wenn es auch 3 Leute sind, vielleicht 3 Leute, wenn es 4 Leute sind, 4 Leute, macht euch das mehr Spaß. Genauso kann man natürlich auch sagen, dass man sich zum Beispiel ein Wochenziel und gar nicht ein Tagesziel setzt. Das variiere ich je nach Buddy Read Partner, sage ich mal. Mit manchen sage ich wirklich, okay, in dieser Woche lesen wir 200 Seiten, jeder teilt sich ein, wie es passt, und am Sonntag oder so reden wir dann darüber. Mit den meisten mache ich es aber tatsächlich so, dass es ein ungefähres Tagesziel ist. Und je nachdem, wie schnell wir dann beide ungefähr sind, kann es halt auch mal vorkommen, dass wir 2 Abschnitte am Tag lesen, ja? Kommt ja auch darauf an, wie groß du dir diese Abschnitte einteilst. Und da komme ich dann jetzt tatsächlich auch zum nächsten Punkt. Ich habe jetzt mal 3 Bücher rausgesucht, wo diese ganzen Klebchen noch drin sind, um dir einmal zu zeigen, wie ich das eben eingeteilt habe, ja? Da ich das Buch natürlich ja vorher dann noch nicht gelesen habe, es sei denn, es ist ein Buch, was ich nochmal lese, weiß ich ja nicht, was sinnvolle Abschnitte sind, ne? Das werde ich immer wieder gefragt, ja, woher weißt du denn das? Ich weiß es nicht. Ich gehe ran, gucke, wie groß ist die Schrift. Was ist ein realistischer Abschnitt für einen Tag, den man schaffen kann? Sind es 30 Seiten, sind es 50 Seiten, sind es 100 Seiten? Je nachdem, wie das Buch so geschrieben ist, sage ich mal, und je nachdem, wie viel Zeit man eben auch aufbringen kann. Und dann wird es eingeteilt. Also bei dem Buch, Die Königin der Schatten, das hatte ich damals gelesen, mit Book O'Clock, mit den 4 Mädels. Kann ich ja mal nochmal gucken, waren das Abschnitte, die so um die 60 Seiten immer hatten. Hier war es ein bisschen größerer Abschnitt. Natürlich irgendwie kapitelweise, ist ja klar, ne? Also man hört natürlich jetzt nicht nach Punkt 50 Seiten auf, aber so, dass es ungefähr gleich große Abschnitte sind. Kann man das irgendwie ein bisschen vielleicht sehen? Also der Anfang sind 60 Seiten, dann sind es so 80 Seiten ungefähr. Und das haben wir uns dann über einen ganzen Monat aber verteilt. Jeder konnte das dann so machen, wie er es eben wollte, ja. So war das zum Beispiel bei dem Buch. Bei Die Zeuginnen von Margaret Atwood, das habe ich zusammen mit Heidi gelesen. Du hörst diesen Namen immer und immer wieder. Genauso wie den Namen Lukas, mit dem ich dieses Buch gelesen habe. Das sind so meine häufigsten Buddy-Read-Partner.
Das hier habe ich mit Heidi gelesen und da haben wir uns relativ kurze Abschnitte eingeteilt, weil wir hier wussten, okay, Margaret Atwood, das wussten wir schon vom Report der Markt, das ist der erste Teil von diesem Buch, da passiert viel in relativ kurzer Zeit, ja. Kann man ja vielleicht auch ungefähr einschätzen und ich sag's mal so, wenn du im Laufe des Lesens merkst, dass die Abschnitte zu groß oder zu kurz sind, kann man es ja auch nochmal ändern, ja. Was machen wir also? Wir schnappen uns das Buch, schlagen es auf und überlegen, okay, der erste Abschnitt, da machen wir mal hier, irgendwie fehlt da ein Klebchen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube nämlich nicht, dass wir 150 Seiten als ersten Abschnitt genommen haben. Nehmen wir 50 Seiten, gucken, wann ist das nächste Kapitel dann zu Ende. Aha, alles klar. Okay, da machen wir mal ein Klebchen rein. Und so zieht sich das dann durch, dass wir sagen, okay, ungefähr 50 Seiten pro Abschnitt und dann wird eben das Klebchen reingemacht. Wir schreiben uns das dann so hin und her, Abschnitt 1 bis einschließlich Kapitel 4, Abschnitt 2 bis einschließlich Kapitel 10 oder was auch immer, damit, wenn zum Beispiel die Ausgabe des Buchs variiert, auch jeder weiß, wo es lang geht. Denn wenn du mit Seitenzahlen arbeitest und der eine hat das Taschenbuch, der andere vielleicht die gebundene Ausgabe, dann passt das nicht zusammen. Aber wenn du das mit Kapiteln machst, dann passt das. Und dann ist das für uns eigentlich, wenn wir uns vorher so absprechen, gesetzt, dass wir es ungefähr hinbekommen, pro Tag so einen Abschnitt zu lesen. Wenn wir dann merken, und das passiert eigentlich immer bei so einem Buddy-Read, es kommt was dazwischen. Wir sind noch unterwegs, gerade jetzt, wo man wieder ein bisschen was machen kann. Oder man muss länger arbeiten. Oder, keine Ahnung, man wird krank, man hat keinen Bock, was auch immer. Dann schreibt man einfach demjenigen, sorry, heute wird's bei mir nichts. Warte bitte auf morgen. So, wenn wir aber den Abschnitt gelesen haben, dann tauschen wir uns eben aus. Dann wir schicken uns immer Audionachrichten, also Sprachnachrichten bei WhatsApp. Und dann schreiben wir rüber, Audio zum ersten Abschnitt. Erst hören, wenn du es auch gelesen hast, damit man nicht aus Versehen jemanden spoilert. So, und dann geht's los. Alles, was einem dazu einfällt, wird eben reingeworfen. Beim ersten Abschnitt ist es meistens so, dass man erstmal so den ersten Eindruck irgendwie schildert. Ja, bisher finde ich es ganz cool, ich finde den und den Charakter cool, den finde ich doof und irgendwie weiß ich noch nicht so richtig, wo es hinführen soll. Keine Ahnung, ich bin verwirrt, weil zu viele Charaktere sind, was auch immer. Das ist so ein bisschen wie so ein gesprochenes Tagebuch, wie so ein gesprochenes Lesetagebuch eigentlich. Dann geht der andere darauf natürlich ein, man tauscht sich so ein bisschen aus. Und meistens ist das aber nach ein, zwei Nachrichten pro Abschnitt dann auch, sage ich mal, erledigt und dann geht's eben weiter. Im Laufe der Geschichte weiß man dann natürlich am ehesten, wie man sich weiter austauscht. Ich glaube, ich brauchte nicht erklären, wie man sich mit Leuten unterhält, aber man macht dann natürlich so Spekulationen, wie die Geschichte weitergehen könnte. Oder man ist von irgendwem genervt oder man denkt sich so, das hat er ja schon beim letzten Buch so gemacht. Das hatten wir zum Beispiel, als Lukas und ich Bücher von Lucinda Riley gelesen haben, ganz oft so, dass wir gemerkt haben, okay, das ist so ein bisschen ähnlich zu dem Buch, also wird vermutlich als nächstes das und das passieren und meistens hatten wir dann auch recht. Und so kannst du dich eben einfach austauschen und was ich schön finde, besonders spannend, um genau zu sein, ist, wenn die Meinungen sehr auseinandergehen. Denn manchmal findest du vielleicht das Buch total cool und derjenige, mit dem du es liest, der findet es total blöd. Ja, und ist so, nee, verstehe ich überhaupt nicht und dann gibt es natürlich spannende Diskussionen. Warum habe ich dieses Buch jetzt nochmal hier in der Hand? Das habe ich als letztes als Buddy Read gelesen. Und hier haben wir eigentlich wirklich fast täglich diese Abschnitte auch geschafft. Das haben wir wirklich in sehr kurzer Zeit dann auch gelesen. Und da lief es eigentlich genauso ab. Und das ist so die Art und Weise, wie wir das machen. Und dann kommt natürlich aber ganz oft die Frage, ja, aber Lena, wo finde ich denn überhaupt Leute, mit denen ich was zusammen lesen kann? Denn wenn du halt noch nicht so deine Buddy-Read-Partner hast, dann musst du die ja erstmal irgendwo finden. Und wenn du die in deinem privaten Umfeld vielleicht nicht hast, dann bleibt eigentlich ja fast nur noch das Internet. Und zum Glück befinden wir uns gerade im Internet. Denn es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, jemanden für einen Buddy-Read zu finden. Das Erste, was ich dir empfehlen kann, ist, ich habe ja immer hier in der Infobox unter allen meinen Videos seit, ich glaube, 2 Jahren oder so, immer einen Link zu einer Facebook-Gruppe, die heißt Gemeinsam lesen. Dort wird sich über alles Mögliche ausgetauscht, übers Lesen, übers gemeinsame Lesen. Es gibt Leserunden, es gibt gemeinsame Leseabende, es gibt Lese-Challenges und da findest du wirklich alles, was das Leseherz begehrt. Das kann ich dir wirklich empfehlen. Du kannst natürlich auch unter YouTube-Videos von Leuten, also das erlaube ich dir bei meinen Videos, ich weiß nicht, wie andere dazu stehen, aber natürlich auch einfach mal fragen, hey, hätte jemand Lust, dieses Buch vielleicht im Buddy Read zu lesen? Vielleicht wartet da draußen ja jemand darauf, jemanden zu finden und vielleicht findet ihr euch dann so.
Oder du guckst bei Instagram mal so ein bisschen, ob Leute vielleicht gerade ein Buch in die Kamera gehalten haben, vielleicht selber ein Bodyread anbieten. Es gibt ja auch so Lovely Books, Leserunden, wenn ich mich richtig erinnere. Also es gibt viele Möglichkeiten, über verschiedenste soziale Netzwerke Bodyread-Partner zu finden. Wenn du sagst, es ist immer irgendwie schwierig und du weißt nicht so genau und dann will man demjenigen ja auch nicht die Handynummer oder so geben, gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit, das über entweder Instagram oder über Mail oder sonst was zu machen. Also verstehe ich, wenn Leute nicht sofort ihre Handynummern austauschen wollen. Man kann es ja aber auch irgendwie anders organisieren. Und ich muss sagen, bisher habe ich, was Bodyreads angeht, fast ausschließlich, manche waren auch blöd, aber gute Erfahrungen gemacht. Mir macht es wirklich Spaß und es fehlt mir schon was, wenn ich das mal einen Monat nicht mache. Muss ich echt sagen. Und so läuft eigentlich das gemeinsame Lesen ab. Viel mehr, ich überlege gerade, gab es noch mehr Fragen dazu? Wie machen wir es? Wie teilen wir die Abschnitte ein? Wo finden wir die Leute? Ja, das war's eigentlich. Das sind eigentlich so die Basics, was gemeinsames Lesen angeht. Es gibt natürlich auch klassische Leseclubs, also so Bücherclubs, die eben auch wirklich vor Ort irgendwo stattfinden. Kannst ja vielleicht einfach mal ein bisschen googeln, ob bei dir in der Nähe sowas stattfindet. Vielleicht gibt es sowas auch in Bibliotheken. Ich würde wirklich einfach mal proaktiv vorgehen und mal schauen, was es gibt. Oder vielleicht einfach mal selber irgendwo dazu aufrufen, ob man sowas nicht vielleicht mal gemeinsam machen möchte. Und ja, das war eigentlich so mein Labervideo zum Thema gemeinsam lesen. Ich habe da wirklich schon sehr spannende Hintergrundinfos auch erfahren, vor allem wenn ich mit Heidi zusammen lese, denn die sucht ganz, ganz viel immer zu dem ganzen Kontext des Buches noch raus, was vielleicht geschichtlich passt oder hat auch einfach viel Wissen, was das angeht und da profitiere ich immer voll von, weil ich dann da sitze und sage, wow, voll cool, wusste ich gar nicht und das macht echt Spaß. Oder auch mit meinem Lukas, wenn wir dann da unser Buch lesen, wir sind genau, was das Tempo angeht, auf einer Höhe. Wir wissen, okay, wenn der andere sagt, er liest jetzt den Abschnitt, dann sind wir ungefähr gleichzeitig fertig und dann können wir uns sofort darüber austauschen und meist haben wir auch die gleiche Meinung. Und dieses, ja, gemeinsame darüber sprechen, über die Geschichte philosophieren und auch weiterspinnen, das macht echt Spaß. Von daher, feel free, das mal auszuprobieren. Wow, wie blöd ist das denn jetzt eigentlich gerade gewesen, so einen englischen Satz mit so einem deutschen Satz zu Ende zu führen. Total bescheuert, aber egal. Es kam gerade irgendwie so aus mir raus. Du kannst also gerne dieses Video und die Kommentarspalte dafür nutzen, wenn du ein Bodyread zu irgendwas starten willst, einfach dazu aufzurufen. Vielleicht kommt ihr ja dann irgendwie auf einen Nenner. Ich kann das halt schlecht koordinieren, aber versuch's doch einfach mal, wenn du vielleicht irgendein Buch, was gerade eh gehypt wird oder eine Neuerscheinung ist oder irgendein Klassiker oder irgendwas, wo du gerade einfach richtig Bock drauf hast zu lesen, einfach mal in die Kommentare schreibst, hätte jemand Lust, das und das gemeinsam zu lesen, ja? Wenn du darauf keine Lust hast, würde es mich trotzdem sehr interessieren, wie du zum Thema gemeinsam lesen stehst, ob du das schon mal gemacht hast, ob du gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hast, ob du vielleicht lieber alleine liest, weil du nicht auf irgendjemanden warten möchtest oder so. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren und ich würde sagen, wir sehen uns ansonsten im nächsten Video. Wenn noch Fragen offen geblieben sind, auch gerne die Fragen noch in die Kommentare, ne? Denn beantworte ich das natürlich auch. So, jetzt würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, hab es fein. Ciao.